Buenas noches. Als ich den Abendzug verpasste, sagte ich zum Bahnchef, ich werde mich eine Weile auf die Bank legen. Er sagte, meinetwegen, und inspizierte an der Schranke die geölten Teile. Seine Handgelenke glichen den Vorderfüßen großer Hunde, die an den Wassertürmen abbiegen, weil sie vom Schatten Angst kriegen. Er wollte wissen, ob ich an den Bruder im Gefängnis denke. Ich fragte, kennst du den? Er sagte, zufällig, es war nicht vorgesehen.